En Autriche, la répression contre les militants du climat se durcit, alors qu'une partie du gouvernement réclame des peines de prison pour ceux qui bloquent les rues en collant leurs mains. Une figure de proue du collectif Dernière Génération va maintenant être expulsée. Anja Windel, militante allemande résidant dans le pays, a déjà été convoquée par les autorités. Ob ich aus Österreich ausgewiesen werde, ist ja noch eine Frage der Zeit, beziehungsweise muss ich ja abwarten, ob ich da jemals einen Bescheid auch zugesteckt bekomme. Ich schätze mal eher ja, dass sie es auch probieren werden. Es ist mitunter relativ schmerzhaft, insbesondere wenn man mit der Hand in der vergangenen Zeit schon öfter geklebt hat, dann wird es mit jedem Mal, ist die Hautirritation größer. Mit einem Nagellackentferner lösen die Polizisten die Hände vom Asphalt. Seit über einem Jahr blockiert die letzte Generation Österreichs Straßen im Frühverkehr. Eine der zentralen Forderungen, ein greifendes Klimaschutzgesetz. La loi précédente ayant expiré en 2020, les partenaires de la coalition négocient depuis plus de 800 jours un nouveau texte qui réglementerait les rejets de CO2 dans de nombreuses régions du pays. Ich mache mich stark für einen raschen Beschluss dieses Klimaschutzgesetzes. Es ist kein Geheimnis, könnte ich es allein beschließen, hätten wir schon eines. Aber ich brauche dafür eine parlamentarische Mehrheit. Ich brauche dafür in einer Demokratie eine Mehrheit der Abgeordneten, und an der arbeite ich hart. Entre-temps, le groupe Dernière Génération a annoncé une vague de manifestations pour le mois de mai. Pendant au moins 3 semaines, les principales avenues de la capitale autrichienne devraient être bloquées.